dieser Zug ist voraussichtlich 30 bis 40 Minuten verspätet. Oh, danke, dass wir das Gespräch hier haben. Schaut mal, wir sind wieder mit dem Mama bei. Wir sind wieder in... Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem letzten Vlog aus Tirol. Bei uns geht es schon mit der Heimreise, wie ihr seht, haben wir hier schon den Koffer. Und wir fahren mit dem Bus eine Stunde zum Zug, also zum Bahnhof. Und dann mit dem Zug 5,5 Stunden. Ein kleines bisschen hier ein paar Fotos gemacht. Wo ist dein Stein? Zeig mal den Stein. Wir haben beim Check. Wir haben das kaputt gemacht. Der ist so, Lara, der Stein. Ja, wir warten auf jeden Fall auf unseren Bus. Der sollte eigentlich jetzt schon kommen. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Die Luisa habe ich hier in der Trage. Die schläft, glaube ich, schon. Und ja, wir haben hier zwei Koffer. Einen großen, einen kleinen. Ich bin echt gespannt, wie ich das schaffe mit den vier Kindern. Ja, wird auf jeden Fall ein Abenteuer. Oder? Wie lange müssen wir noch warten? Ja, ich weiß nicht. Sollte bald kommen. Irgendwie müsste er schon machen. Ja. Reisen mit dem Bus habe ich mir jetzt einfacher vorgestellt, weil ja, es ist nicht so viel Platz für die Koffer. Es sind auch noch andere Menschen, die Koffer dabei haben. Da drüben. Und ja, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Und wir sitzen alle vier. Hinter uns die Michelle und die Lara und der Patrick ist hier. Ich sag's euch, ich fahre eine Stunde mit dem Bus. Das ist ein Stress. So, meine Lieben, wir haben es jetzt zum Zug geschafft. Leider hat der Zug 30 Minuten Verspätung. Das ist natürlich besonders cool mit den Kindern. Wir haben uns jetzt so Muffins geholt und boah, Schokomuffin. Magst du nicht mehr? Warte, Moment. Ja. Magst du trinken? Magst du bitte dein Muffin essen? Sicher, probier. Was ist das denn für ein Muffin? Ein Topfenmuffin. Eine Information zu Railjet Express 867 nach Flughafen Wien. Planabfahrt 12.27 Uhr. Dieser Zug ist voraussichtlich 30 bis 40 Minuten verspätet. Ja. Grund dafür ist eine Weichenstörung. Ja, es ist halt sehr heiß. Wir vermuten halt, dass die... Attention, please. So, meine Lieben, wir sitzen jetzt schon im Zug und es ist wirklich wunderschön. Sagt sie los, Lara, genießt die Fahrt. Lara, macht euch Spaß. Die Lara ist ganz schüchtern. Aber die Lara hat gesagt, Zugfahren ist so toll, Mama. Da kann ich nämlich so viele Sachen schauen. Und ja, Papa schaut sich gerade einen Film an. Die Michelle schaut auch irgendwas. So, meine Lieben, wir mussten uns leider umsetzen, weil wir haben uns auf einen reservierten Platz hingesetzt. Jetzt sieht's aus. Und deswegen mussten wir dann wieder weg. Lara, wir stehen auf den Knopf drücken. Nein. Jetzt sitzen wir halt so nebeneinander ohne Tisch, aber brauchen wir ihn nicht. Ja, ein Tischi. Tischi war. Weil die guten Plätze haben sich die Leute natürlich reserviert. Und ja, wir haben auf jeden Fall noch, ja. Das ist ein Quatschkopf, Lara. Wir haben auf jeden Fall noch gute Stunden vor uns. Wir kommen um 18 Uhr erst zu Hause an und jetzt aktuell ist es erst 17.30 Uhr. Ja, 3,5 Stunden mit den kleinen Maybe-Mäusen. Ich habe jetzt den Kindern Chips gekauft, um sie ein bisschen bei Laune zu halten. Die zwei teilen sich für eins und die zwei kleinen teilen sich für eins. Ey, ich streite, es gibt Chips für alle. Ah, oh, nee. Es zieht sich ein bisschen, ja. Die Kinder wollen nicht schlafen, deswegen ist es ein bisschen tricky. Im Auto werden sie wahrscheinlich schon längst eingeschlafen. Ja. Ich bin in ein Autobus eingeschlafen. Ja, du bist im Autobus eingeschlafen, gell? Die Lara hat auch im Autobus geschlafen. Aber war besser so, weil das Autobusfahren war nochmal schlimm. Also war wirklich stressig. Deswegen war ich froh, dass wir da wenigstens geschlafen haben, beide.
und ruhig waren, weil jetzt im Zug ist es so entspannter. Ja. Ein bisschen rausgeguckt. Da lang. Lecker. Egal, aber sie schläft zumindest ein bisschen. Und wir sitzen wieder auf so einem Vierersitzplatz. Die zwei Großen sind hier vor mir. Die Kinder sind hier nicht anwesend. Sie sind hier nur. Patrick hat sich einen Film runtergeladen auf Netflix und die Michelle schaut, glaube ich, TikToks, oder? Schaust du TikToks? Ja. Und von hier haben wir auch unsere Koffer besser im Blick. Der orangene und der schwarze, die gehören uns. Ja, ist auf jeden Fall hier ein besserer Platz, oder? Oh, danke für das nette Gespräch, Kinder. Was machst du denn? Bist du fertig mit deinem Film? Was hast du für einen Film geschaut? Das Schweigendilemma. Und was noch? Nichts. Du hast doch davor einen anderen geschaut. Nein. Also. Mit der Lara habe ich gerade ein voll cooles Spiel runtergeladen. Ist das cool, Lara? Dazu. Schaut mal, wir sind wieder mit dem Papa bei. Wir sind wieder in Galtur. Wir sind in Wien. Wien. Nein, der Papa hat sich geholt vom Bahnhof und wir sind so happy, endlich zu Hause zu sein. Die Zugfahrt war anstrengend. Ja. Ein Abenteuer. Es war nicht so schlimm, aber vielleicht sind wir einfach nur Autofahren gewöhnt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch zu McDonald's was essen und ich werde mich auch vom Blog verabschieden und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss!